So, Freunde des Weltalls, da sind wir wieder bei Dead Space. Und ich habe ein bisschen Zeit verstreichen lassen, bevor ich jetzt hier wieder weiterspiele, muss ich zugeben. Tja, so ist das nun mal manchmal. Jetzt wollen wir doch mal schauen, was hier... Ich weiß noch so viel, dass ich in diesem... Oh, hier ist ja wieder... Hier sieht es ja auch wieder ganz lecker aus. Guck mal hier, Halbleiter. Nehme ich... Kann ich da was nachladen? Was habe ich denn überhaupt so dabei noch? Mal ganz flott gucken. Luftkanister, Medipack, nix. Mhm. Klasse. Ein Haufen Stasepacks. Ist ja großartig. Haben wir was hierfür? Ein Schüsschen. Super. Dafür auch nix. Aber hier der Ripper. Wow. Alter. Was muss ich machen? Was muss ich machen? Zerschneide das Ding da! Alter! Oh fuck! Oh fuck! Das war ja genau das Richtige jetzt für den Einstieg für mich. Leck mich an die Füße. Ich habe mich tatsächlich erschrocken. Puh. So, Blutdruck runterfahren. Und auf ein neues. Eieieiei, das ist aber eine Frechheit hier. So, da geht's lange. Da willst du gerade mal kurz dein Inventar hier checken. Und was ist? Kriegst du dermaßen eine verbrezelt. Das ist ja bekloppt bei. Ich sehe überhaupt nichts. Ach, fuck, fuck. Nicht die Waffe, du Idiot. Scheiße. Ja, jetzt kommt. Zack. Da ist die Mütze weg. Oh, ach, Kinder. Was macht Matthias? Nur Unsinn macht er. Puh. Mal schön ins Mikro reingepustet hier, ne? Heidewitzka. Lad. Tja, ich weiß nicht, welche Waffe jetzt hier sinnvoller ist. Diese oder jene? Eben jene welche. Ach, verhindern kann ich das auch nicht, dass der mich hier erwischt, ne? Das soll schon so sein. Der trifft mit dem Teil gar nicht, ey. Ah, ne, so wird das nix. Komm, also geh doch weg. Also, ah! Scheiße. Fuck. So, ne? Direkt mal 5 Minuten vorspulen, dann habe ich es vielleicht geschafft. Oh. Ist hier hinten vielleicht irgendwas, was mir jetzt weiterhelfen könnte? So ein Job oder so? Shop? Upsala, das war die falsche Taste. Ist hier aber nicht, nicht? Nee, nix. Hier, scheiß botanische Gärten hier. Die botanischen Gärten des Weltalls. Lass das. Sei brav, Hündchen. Ich treffe das vorne und hinten nicht, das Mistvieh. Oh doch.
Ach, das war ja einfach. Das war ja babyleicht. Scheiße, da. Das Loch, das macht mir immer noch Sorgen. Bloß weg hier. Dann war hier Audiolog. Guck an. Hier spricht Temple. Stellvertretender Chief Engineer. Ich kam hier runter, weil ich Dr. Elizabeth Cross suchte, aber sie ist nicht hier. Eigentlich ist überhaupt niemand hier. Nur noch mehr dieser organischen Scheiße. Ich gehe jetzt weiter zum Schürfdeck. Das ist so ziemlich der einzige Ort, an dem ich noch nicht nachgesehen habe. Erstmal Medipack reinpfeifen. Guck mal, hier gibt das Stase. Na, gib doch. So, danke. Und ein bisschen Energie für den Munition fürs Plasma-Cutter-Moped. Was ich ja doch sehr gerne mag. Eintritt Schwerelosigkeit. Was ist das für ein Energiefeld da? Ich höre doch hier schon wieder irgendwas. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Wo muss ich denn hin? Nach oben, natürlich. Ah, guck an. Was kommt da für eine Grütze rausgeflogen? Ist auch nicht normal. Oha, da oben. Oh, oh. Ah. Kann ich das einstasieren? Muss ich bestimmt hier irgendwie so lang. Ah ja, das war sogar einigermaßen gut, hä? Wow. Ja, natürlich. Zu langsam. Verdammte Axt. Jetzt fällt der hier wieder völlig ab, der Idiot. Mann, 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 Mann. Laden, 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 Bildschirm. Ah, okay. Den kennen wir ja jetzt schon, nicht wahr? So, komm, gib mal den Krempel hierher. Ist da wieder ein Dings drin? Natürlich nicht diesmal. Zack, 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 zapp. Alles schön mal hier nachladen. Eintritt Schwerelosigkeit. So, wo war das? Da wäre das. Alle hopp. Immer so aus, als würde da hinten irgendwas rumkrabbeln, da. Kann ich da denn eigentlich hin? Kann ich auch hin. Ach, ich Idiot, da komme ich natürlich her. Orientierung in der Schwerelosigkeit ist gar nicht so einfach, Kinder. So. Jetzt machen wir mal so. Und so. Und so. Und dann machen wir mal flott so, wa? Ja. Was? 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 Was sind das denn die für Stacheln? Wow! Ach, da sind sie. Ach. Könntest du das bitte unterlassen? Stirb. Will er nicht, ja? Jetzt will er. Gut. So, das gibt mir mal schön her. Und das auch. Das schmeiße ich direkt mal ein. Ah, ist schon wieder Stress pur hier. Wo wollen wir denn hin? Darüber, wa? Alle hopp. War das richtig? Das scheint so einigermaßen, ne? Da höre ich sie doch schon wieder. Warte, jetzt habe ich auch keine Luft mehr hier. Ach, das
schon wieder so ein Stinker. Das war die letzte Einheit. Die Atmosphärensteuerung hat einen Schalter, mit dem du das Sauerstoff-Recycling neu starten kannst. Sobald die Luftschlauber ist, kannst du das Lebensmittel lagern. Alter. Ich habe mir diese Berichte durchgelesen. Die Kuh fängt an, Lasthalluzinationen zu haben und jetzt. Naja, ich habe sie in meinem Bruder auf einem Sicherheitsmonitor gesehen, aber das ist völlig unmöglich. Die gehen mir ganz schön auf den Senkel gerade hier. Das her. Hattest du nicht auch irgendwas Dolles dabei? Oh, Medikit. Ab. Jetzt habe ich natürlich überhaupt nicht zugehört, was die nette Dame mir erzählt hat da am Telefon. Ist ja klar. So. Aber ich muss irgendwie da hoch und darüber oder so, ne? Nicht? Was ist das denn? Das sieht auch nicht mehr so gesund aus, ne? Irgendwie. So, ab das Köpfchen. Guck mal hier. Benutzen wir das doch mal. Da gibt es auch wieder ein bisschen Munition für. Zack. So, wo will er mich denn hinhaben jetzt? Zurück wieder, den ganzen Weg. Was ist denn das da? Ein. Ausschalten. Aus. Ja, das ist doch viel besser. Können wir direkt da hinhüppen? Oder da hin? Hier bin ich doch richtig, oder? Ja, sicher. Ende der Schwerelosigkeit. Na, so ein Glück. Komm, warum sind diese Kisten hier, diese leeren oder nicht zu öffnen? Das ist doch. Ist mir unbegreiflich, ist mir sowas. So, ich glaube nicht, dass meine Situation jetzt auch nur ansatzweise besser geworden ist. Hoffentlich kommt da nicht wieder dieses Riesenviech raus. Warum gehst du so langsam, Isaac? Weil du so wenig Energie hast etwa? Stell dich nicht so an. Das ist gelb. Noch lange nicht rot. Rot gab es gestern beim Fußball. Für Bayern. Speichern brauchen wir nicht. Lal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 
Arschlöcher. Das Ding hat aber auch eine Nachlademechanik, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Brrrt, Trip. Dreimal gedreht und fünfmal gewendet. Weißt du? Auf der Anleitung war bestimmt Mike Krüger mit drauf. Sie müssen erst den Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Erscheint dann sofort ein Pfeil und da drücken sie dann drauf. Und schon geht die Waffe auf. Och, ist das alles eine Schweinerei hier. Isaac, wo bist du? Hilf Wenn ich das nur wüsste. So. Sämtliche Luftschächte werden geflutet. Ja, wunderbar. Und Sauerstoffsättigung werden wiederhergestellt. Abschottung des Lebensmittellagers aufgehoben. Das ist doch Knorke. Da können wir einkaufen gehen jetzt, oder was? Mal schön Spaghetti Bolognese oder was machen wir jetzt? So, mal gucken hier, was man hier so abgreifen kann. Und Halbleiter Gold verkaufen, sicher. Luftkanister verkaufen. 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 Dann brauche ich vielleicht mal einen von, ne? Mal im Ernst. So, was haben wir denn hier? Die. Oh, da habe ich noch 25. Die kann ich da gleich mal reinladen. Strahlenmunition brauche ich nicht verkaufen. Gut. Und wie viel Geld habe ich denn? Och, ja, eine ganze Menge eigentlich, ne? Ich kaufe mir mal ein bisschen von der Plasma-Energie. Ich möchte nämlich mehr mit dem Ding spielen. Schubdidu, schubdidu. Na, einer geht noch. So. Der ist voll. Das haben wir gerade besungen, dass das nachgeladen ist und wie das nachgeladen wird. Naja, hier ist ja mächtig viel zu holen. So. Wie viel habe ich davon jetzt? Na, das ist ja ein bisschen was wohl. Da hinten muss ich lang. Es war hier auch so eine Werkbank. Ich würde da gerne meine beiden Energieknoten verfüttern. Dem ist aber wohl nicht so. Ach, warte mal. Ich mach mal nochmal schnell hier. Shop, komm. Medipack. Medipack Mittel 5000. Das lassen sie sich aber teuer bezahlen, hä? Die Sauhunde. Egal, da kaufe ich mir eins von. So, und ab rein damit. Und weil das alles so schön war, machen wir jetzt, bevor wir hier die Tür öffnen und irgendwo hingehen. Was steht da drauf? Primäres Nährstofflager. Achtung, fremde biologische Materie entdeckt. Ja, großartig. Das heißt, da gibt es gleich wieder Geballer. Und das, ne? Das gibt es beim nächsten Mal dann. Bis dahin.